Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Live Commentary. Wir spielen heute Escape from Tarkov und ich bin als Giga-Chat unterwegs. Level 69. Und wer ein wenig aufmerksam ist, der wird schon was sehen. Ich bin mit Yeet unterwegs. Also da unten Yeet, nicht mit, wie man es normalerweise schreibt, mit Yeet, sondern mit Yeet. Mit einem kurzen E und einem J am Anfang. Wir spielen Just Emu Tarkov. Ich wollte mir das Ganze mal ansehen. Und da ich jetzt wieder Internet endlich habe, habe ich mir gedacht, hey, dann ist jetzt die Zeitpunkt gekommen, mal Emu Tarkov zu spielen. Wenn man eine kleine dreckige Ratte so wie ich und absolute Angst hat, seinen Loot zu verlieren, könnte das die Antwort auf eure Fragen sein. Ihr wollt einen Hardcore, Anführungszeichen, ne? Also Shooter, um ähnlich Diablo-ähnlich Loot zu geiern und wollt euch dabei von bockschweren Bots auf die Fresse geben lassen. Herzlich willkommen in Just Emu Tarkov. Wir sind hier unterwegs. So, jetzt sind wir noch chattiger unterwegs. Ja, im Prinzip, das ist ein Mod im Prinzip für Tarkov, der es möglich macht, offline zu spielen und den Loot zu behalten. Es stört auch nicht euer Online-Game oder so, weil da man dafür einen eigenen Account halt macht, an dem Offline-Server. Im Prinzip, wer WoW-Emu-Server kennt, wer kennt denn die privaten WoW-Server? Im Prinzip das Gleiche. Ihr setzt privat einen Server auf eurem Desktop auf und ihr seid halt der einzige Spieler. Natürlich ist alles im Flohmarkt vorhanden. Ihr könnt also selbst könnt alles im Flohmarkt kaufen. Könnt alles machen, könnt jede Quest machen. Es sind Spieler-Bots drin. Das heißt, wir haben Bots, die als Spieler, also mit Dogtags rumlaufen. Das heißt, man kann auch wirklich jede Quest machen. Es geht einfach alles. Man kann auch noch mehr Mods installieren. Es gibt sogar richtig noch mal Mods, die das Spiel noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. Und so weiter und so fort. Ja, und solche Sachen halt alles. Und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Das Problem ist, ja, einmal der Loot wurde natürlich ein bisschen angehoben. Weil hier geht es ja darum, ums Looten. Und eine Befriedigung, eine innerliche Loot-Befriedigung abzugammeln. Ja, die nehmen wir mit, die Mosin. Und natürlich und so weiter. Das heißt, man kann ja alles machen. Man kann natürlich, so wie ich hier, natürlich auch einfach den Account cheaten. Also ich habe das gestern installiert. Ich bin Level 69. Das geht natürlich so schnell nicht. Ich habe einfach in der Config-Datei meines Profils meinen Level angehoben, weil ich jetzt nicht alles nochmal machen würde. Die Quests habe ich nicht erledigt. Aber ich habe natürlich mir trotzdem einen Kappa-Container einfach gegeben und so weiter und so fort. Rotor nehmen wir mit. Und dann kann ich meinen inneren Loot Goblin hier befriedigen. Und kann natürlich gucken. Ja, sind noch keine Bots da. Und kann meinen inneren Chat ra raushängen lassen. Una AK-74 Andy, nehmen wir doch mal mit. Ich glaube, das sollte sogar ein Spieler sein. Bin mir nicht ganz sicher. Igitt. Ja, also im Prinzip will ich nur zeigen, das funktioniert. Das Problem ist natürlich, man muss den Server lokal laufen lassen, also auf dem eigenen PC. Dadurch tankt ein wenig die Leistung. Also wenn ihr sowieso schon Probleme mit Tarkov hattet, dass ihr sagt, hey, das Spiel läuft gerade so mit 60 Bildern bei mir, dass ich es überhaupt spielen kann. Ich kann es ja mal einblenden. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich habe jetzt gerade 92 Frames auf Reserve. Das ist relativ viel. Für Reserve-Verhältnisse. Reserve ist eine sehr leistungshungrige Karte, sage ich mal. Hoppala, komm. Ja, und das Ganze ist natürlich dementsprechend dann auch ein bisschen in der Hinsicht einschränkend. Ja, den nehmen wir mal mit, den Helmchen. Warum nicht? Kann ich schaden? Perfekt ist natürlich alles nicht. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Mods dafür. Und ich habe natürlich jetzt nicht meine Stärke und so auf Maximum-Level gesetzt. Na gut, dann gehen wir mal gucken, was wir da getötet haben.
will euch jetzt auch gar keine lange Runde hier irgendwie vorgaukeln. Eigentlich will ich nur mal Yeet vorstellen und die Probleme, die ich mit Yeet habe. Ich, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass das Ding hier nicht läuft. Es läuft sogar sehr gut. Ah, wir haben einen Spieler erwischt. Oder was ein Spieler darstellen soll. Ah. Nehmen wir mal mit. Den schmeißen wir mal raus. Das Ding klauen wir dir mal. Das Ding klauen wir dir mal. Das schmeißen wir in unsere Kiste. Ich glaube, der hat sich von seiner Glocke gelebt. So, und jetzt werden wir uns schon mal verpieseln, weil im Prinzip, das wollte ich einfach nur zeigen, es läuft. Wie gesagt, das war jetzt ein Spieler. Also das Bots rumlaufen ist ja nichts Neues, das brauche ich glaube ich nicht zeigen. Na, also es gibt Spielerbots und es gibt normale Bots und so weiter und so fort. Wir können jetzt auch hier, ich könnte jetzt hier noch tagelang rumchatten und einen auf Giga-Chat machen und Bots ownen. Ich dachte gerade, das wäre so ein blaues, so ein Filterchen für die Wasserstation. Ja, also das ganze, das rechtliche Problem, was ich mit dem Ganzen habe, weil ich besitze Tarkov Original. Ich habe sogar eine Edge of Darkness Edition und ich habe das Spiel legal erworben. Und im Prinzip, was Yeet... ja, eine Tank Battery. Das behalten wir mal. Das ist mir mal egal. Das brauche ich für die Quest. Das Ding ist mir mal egal. Das ist, da ist ein RVG Black dran. Ach Gottchen, ne? Dann komme ich für die PSU. Ach drauf, scheiß auf die PSU. Wir chatten unseren Weg nach Hause, Leute. ja gut, dann habe ich Zeit, das rechtliche Problem anzusprechen, was ich mit ja hier habe. Wenn man dies kann man auch natürlich tun, wenn man das Spiel nicht original besitzt. Auf der Seite von Yeet, also Just Emu Tarkov, könnt ihr googeln. Ich werde es nicht verlinken, weil ich, wie gesagt, die restliche Lage nicht für einwandfrei halte. Kann man sich auch den Klienten runterladen. Das heißt, ich kann mir Version 12.9 ist das hier. 12.10 ist die aktuelle. Es ist nicht die aktuelle Version. Aus offensichtlichen Gründen nehme ich mal einfach an. Und ja, dementsprechend ja, kann man es auch, wenn man es nicht gekauft hat, spielen. Tarkov ist nun mal kein Free-to-Play-Game. Zurzeit in der Alpha. Und es wird auch dann natürlich in der Vollversion, denke ich mal, kein Free-to-Play, sondern ein Buy-to-Play-Game sein. Und deswegen weiß ich nicht, wie die rechtliche Lage das sieht. Natürlich ist es dementsprechend eine Grauzone. Ich würde sagen, jeder, der im Prinzip, man hat ja das Recht auf Erhalt. Also stell dir mal vor, jetzt Tarkov floppt, die Server werden abgeschaltet, man könnte Tarkov nicht mehr spielen. Dann ist jeder, der Geld in dieses Spiel gesteckt hat, natürlich ein bisschen am Arsch. Und das sehe ich natürlich da, das rechtliche Problem oder hier die Lösung hier in Just Emu Tarkov, dass ich sagen kann, hey, weißt du was, notfalls kann ich das als Singleplayer-Game weiter betreiben. Ja? Also, dass ich sagen kann, hey, wisst ihr was hier, ich betreibe das Singleplayer, das Game für mich und habe dadurch dann meinen Spaß und habe dadurch meine Validierung und kann das Spiel hier spielen. Und ja, darin sehe ich halt kein Problem. Da sehe ich rechtlich auch keine Einschränkung. Wenn Tarkov sowieso eingestellt ist, sage ich mal, was unwahrscheinlich ist, ist eine Sache. Das andere ist, zurzeit gibt es keine Möglichkeiten des Singleplayers. Tarkov ist ein Multiplayer-Online-Game und nicht jeder hat das tolle Internet oder hat gemerkt, mein Internet ist scheiße oder die Server sind mir zu schlecht zurzeit oder wir sind einfach an einem Punkt im Tarkov, wo ich zurzeit einfach nur spielen will und bald kommt wieder ein Wipe, ich verliere dauernd alles. Das sind alles valide Punkte, wofür ich schon auch mit Kollegen drüber gesprochen habe, wo ich dann sage, hey, eigentlich müssten wir das wenig wie Diablo machen. Es gibt eine Saison. Man kann die Saison spielen, da muss man immer von vorne anfangen und dann gibt es so Saisonpunkte, dann gibt es Questpunkte, wie schnell man etwas fertig kriegt, wie schnell man seinen Charakter auf Dingspunkt und am Ende kriegt man halt, je nachdem wie weit man im Level und mit den Quests gekommen ist, gibt es dann Skins oder irgendwas dann für den nächsten Charakter oder auch für den Hauptcharakter dann. Denn sobald das Saison um ist, ne, also die läuft dann immer ein, zwei Monate oder drei,
Dann geht, ist die Saison zu Ende. Je nachdem, wie weit gekommen man ist, kriegt man Belohnungen. Diese Skins oder so, was auch immer es dann wird, werden dann für den Charakter, wird dann die Stash, also alles, was im Stash ist und auf dem Charakter, was der anhatte, wird dann auf den nicht-saisonalen Charakter übertragen. Der kriegt dann eine Systemnachricht, so aller von Papua. Schau mal, wir haben den Bunker von irgendeinem Vollidioten ausgenommen. Kannst du was von dem Zeug gebrauchen? Bumm. Und da ist dann dein Stash. Und dann kannst du dann halt dann die Sachen, die du in der Saison verdient hast, deinem Hauptcharakter zufügen. Mit diesem Hauptcharakter kannst du jederzeit auf irgendeine Karte gehen, PvP machen, alles im Pipapo, ganz, ganz normal spielen. Bevor dann die nächste Saison startet und das ganze Spiel sich wiederholt. Der saisonale Charakter verschwindet danach. Und ein Hauptcharakter kriegt die Dings. So würde ich Tarkov in Zukunft sehen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre so meine Ideallösung für Tarkov. Wir können ja mal hier. Das muss natürlich nicht so gemacht werden. Das wäre meine Wunschvorstellung, wie es mal sein sollte. Tarkov soll sich ja noch komplett grundlegend verändern. Davon mal ganz ab. Das sollen ja alle Welten sollen ja mal connected sein. Man muss immer erst wieder zum Bunker zurück. Das heißt, man muss durch drei Karten durch, bevor man wieder zu Hause ist. Also Streets soll ja später mal alles verbinden. Von Streets kommst du dann halt in die anderen Gebiete und so weiter und so fort. Aber das wäre so für mich so die ultimative Lösung auch da dann am Ende. Oder auch Path of Exile macht es ja nicht anders, denke ich mal. Path of Exile, da wird dann der Charakter zu einem normalen Standardcharakter, aber die Stashes bleiben getrennt, glaube ich. Oder haben die dann eingeteilt? Ich weiß, bei Path of Exile bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, bei Diablo werden sie dann halt zusammengeworfen. Da kannst du dann auf die Sachen zugreifen. So ähnlich hätte ich, würde ich das halt handhaben wollen. Dann wäre das toll. Aber wie gesagt, die Möglichkeit hat man zurzeit noch nicht. Just Emu Tarkov, wenn man wirklich als Singleplayer unterwegs ist, wie durch... Ich glaube, da haben sich ein paar Bots gefunden. Ja, auch so Kämpfe finden statt. Das ist bei den Dorms und das ist da vorne irgendwo gewesen, das andere. Ja. Das sind so mein... Also wie gesagt, die Lage ist nicht eindeutig klar. Man weiß nicht, ich weiß nicht, wie Just Emu Tarkov legal aussieht. Wie gesagt, man lädt das Spiel halt runter und spielt es nicht auf den offiziellen Servern. Das heißt, man benutzt nicht den Service, aber man verschafft sich Zugriff zu einem Spiel, zu dem man normalerweise keinen Zugriff hat. Rechtliche Grauzone. Ich meine, den Reddit haben sie nicht zugemacht und das Ding, es gibt einen offiziellen Discord-Server. Der Server ist auf GitHub. Also man kann den Quellcode eingucken. Mit seinen offiziellen Tarkov-Credentials einmal sich einen neuen Account, also zum Beispiel Pillepalle und Passwort 123 und dann kann man sich einloggen. Man spielt ja alleine, das ist vollkommen egal. Wir haben William Lensing getötet mit einem Headshot mit der AK auf 50 Meter. Gut. Das funktioniert alles, wie ihr seht, das klappt auch. Das war ja ein Offline-Game, ich kann das jetzt mal zeigen, wo wir im Menü sind. So, jetzt sind wir hier. Ne? Normalerweise hätte man jetzt diese Sachen, das war ja wie gesagt ein Offline-Game, hätte man jetzt nicht mehr. Wir haben die Sachen hier. Ich habe mir auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Geld gecheatet. Woran es gecheatet ist, sieht man ganz einfach. Solche großen Rubel-Stack gibt es einfach nicht oder Euro- oder Dollar-Stacks. Ja. Die Geschichte, ne? Also wie gesagt, da ist noch alles so ein bisschen am Machen. Ich bin auch noch am Testen und am Gucken. Wir haben hier Thick Case. Können wir hier noch ein bisschen dazu packen, noch ein paar neue Helme. Die können wir gleich abgeben, das Ding. So, ne, also wie gesagt, das ist schon mal das, also funktioniert, ihr seht, ihr behaltet den Scheiß, ne, also Status und auch Waffen und alles. Ich habe zwei Schüsse abgefeuert. Ist alles ganz, ganz, ganz pillepalle, ganz toll funktioniert. Wie gesagt, mit dem Flohmarkt, das funktioniert auch, das funktioniert ganz einfach. Ihr seht schon die Masse der Items, die einfach da sind, ist eine Sache. Plus halt, dass jedes Item auch wirklich zu kaufen gibt. Ne? Also hier, da gibt es dann den Unknown, der verkauft dann das Scheiß. Also man kann auf jeden Fall was hier in den Flohmarkt stellen. Ich weiß gar nicht, ob man auch was verkaufen kann. Das können, nee, Add-Offers sind aus, also verkaufen kannst du dann nicht am Flohmarkt. Das funktioniert halt nicht. Gut, das ist jetzt eine Sache, die nicht geht. Ja, mal. Es gibt ja auch keine anderen Spieler, die kaufen könnten. Auf jeden Fall könnt ihr alles kaufen irgendwo. Also, das, die anderen Dinger sind dafür da, wenn man noch nicht die Dinger freigeschaltet hat. Ich habe natürlich die Dealer alle auf Max gesetzt. Obwohl ich nicht eine Quest oder kaum Quest gemacht habe. Also, wenn ihr auf die Quest guckt, wartet mal. Charakter, Task. Ne? Also, hier, ich habe noch die ganzen Anfang-Quest offen.
Skills habe ich auch nur so ein bisschen angehoben, wie ich sie so ungefähr sind sie auf meinem Hauptcharakter, auf meinem richtigen Tarkov gerade. Ich bin so Level 25, also ich habe jetzt erst kurz wieder angefangen, seitdem ich wieder Internet habe. Also von daher, ich habe nichts eigentlich. Ich habe gerade so jetzt die erste Bitcoin-Farm gebaut. Ich bin so weit hinten und ja, mei. Ja, aber das ist es immer, was ich, wie gesagt, zeigen wollte. Es funktioniert alles. Wenn ihr jetzt ein Spiel startet, ne, dann habt ihr hier, ihr könnt auch als SCUF spielen, funktioniert auch. Nehmt ihr einfach den PMC, sucht euch eine Map aus. Wie gesagt, könnt ihr jetzt nochmal Reserve nehmen als Beispiel. Dann ist hier Enable PvE an, Enable Bosses. So steht das dann standardmäßig. Dann drückt ihr einfach Next. Könnt alles ensuren, trotzdem dann halt, obwohl es offline ist, was ja normalerweise nicht geht. Und wenn ihr dann Ready drückt, ne, dann geht es halt dann los. So einfach ist das. Also, wenn jetzt Next kommt, dann hier dieser Auswahlbildschirm. Ist natürlich ein Offline-Game, zeigt natürlich keinen an. Aber dann kann ich Ready drücken und das habe ich gerade eben gemacht und dann ist man schon auch im Game. Das Hideout kann auch ausgebaut werden. Also selbst wenn der Server offline ist, der Server merkt sich das anhand des Zeitstempels. Er guckt Datum, Zeit, es waren dann und dann. Und wenn er das nächste Mal wieder an ist, das heißt, selbst wenn ich jetzt das Spiel ausmache und den Server abschalte, die Sachen hier bauen weiter. Ne, weil einfach an Zeitdifferenz genommen wird vom letzten Punkt, wann er ausging, ne, bis zum nächsten Punkt, wann er wieder angeht und dann wird hier gerechnet, wie weit diese Dinger halt sein müssen, wenn man sie upgradet. Ne? So einfach ist das. Also, ja, das ist eigentlich aber auch schon alles. Das ist ja das ganze Sachen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen, ich würde hier jetzt das hier aufrüsten, dann kann ich einfach sagen, Filter, blub, blub, blub. Wie gesagt, man kann sich auch alles alleine verdienen. Man kann hier rumexperimentieren, man kann hier machen. Ich habe mir jetzt im Prinzip einen Chat-Account gemacht. Ich kann hier alles kaufen, alles machen, jede Waffenkombo mal spielen, ausprobieren. Gegen Bots, die in verschiedenen, ja, sage ich mal, Schwierigkeitsstufen daherkommen. Also, der Server, der Heat-Client hat einen. Ich sag mal, Yeet. kommt mit einem eigenen, opa, mit einer Webpage daher, die er local hostet, über via Localhost. Da kann man Einstellungen machen, die Bot-Schwierigkeit erhöhen, ja, nein, vielleicht, bitte nur eins ankreuzen, ne? Und sowas. Und da kann man dann verschiedene Mods auch noch hinzufügen. Also ist eine Mod-Unterstützung da. Es gibt auch eine große Mod-Community, die das noch mit Mods unterstützt, Overhauls und alles macht. Und dem Game selber Sachen hinzufügen. Es gibt sogar Mods, die komplett neue Waffen hinzufügen mittlerweile für diesen Emu-Tarkov. Also von daher, ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was hast du denn geladen gehabt? PST GZH, also nicht mal irgendwas Gutes. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr Tarkov habt, sage ich, wie gesagt, und ihr wollt Tarkov mal ausprobieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass jedes Spiel eine Demo haben sollte. Das ist meine ehrliche Meinung. Und ein 14-Tage-Trial oder so haben sollte, oder je entsprechend, also Online-Spiele sollten einen 14-Tage-Trial haben, Singleplayer-Spiele so einen Tag. Nicht diese 2 Stunden, was Steam dazu gibt, das sage ich dazu, bevor man ein Spiel kauft, dass man ein Spiel testen kann. Allein, dass solche Sachen wie Cyberpunk und so wieder vermieden werden. Das ist aber schon immer meine Meinung gewesen. Ich habe mir früher, ich saß auch immer mal wieder ein Spiel runtergeladen, getestet und wenn es mir gefallen hat, habe ich es gekauft. Weil ich es dann auch offiziell spielen wollte mit DLCs und sowas und die ich dann auch wieder runterladen wollte und so, vor allem, weil ich damals 56K Modem hatte und so ein Kack. Und dann ISDN und später DSL 2000, also Geschwindigkeiten unter der Gürtellinie. Und ja, ich sehe es halt als Recht, ein Produkt zu testen oder vorher mal in die Hand zu nehmen. Es ist so, als würde ich in den Laden gehen. Ja, ich hätte gerne ein Headset gekauft. Darf ich es denn mal Probe aufsetzen? Also hier Mediamarkt und so, ihr kennt es alle, die haben hier die Headsets ausgestellt, dass man mal so wie 20, 30 oder 100.000 Leute vor sich mal sein Ohrenschmalz an das Headset reiben kann. Aber man kann es wenigstens mal in die Hand nehmen und testen. Und aufsetzen, ob mir das Headset passt. Und wenn es eben nicht passt, heutzutage im Online-Geschäft, Amazon etc. pp., die nehmen alles ohne Fragen zurück, du packst es wieder ordentlich ein, schickst zurück, nehmen sie ohne Probleme. Und geben dir dein Geld wieder. Auch nach 3, 4 Tagen halt noch und nicht nach 2 Stunden Testzeit. Sie haben das um so und so vielen, um so und so viel Uhr erhalten. Sie haben es aber erst um so und so viel zurück zur Post gebracht. Ja, nee, das können wir jetzt nicht, leider nicht mehr annehmen. Die sind da sehr kulant. Aber das hat, diese Kulanz kommt natürlich einfach auch daher, dass absolut Geld dahinter steckt und die darauf keinen Verlust machen, wenn ein oder zwei Leute mal hier und da was zurückschicken. Das muss man natürlich auch zu sagen. Die Tarkov-Macher sind jetzt kein großes Entwicklerstudio. Tarkov lebt am Ende zwar auch durch seine Hardcore, durch seine Bots, durch seine Welt, also dass es Spaß macht, loszugehen und zu looten. Daran muss man halt Spaß haben, um Just Emu Tarkov zu spielen. Wer auf PvP aus ist, spannende PvP-Gefechte, der wird hier nicht glücklich. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein anderes Gefühl. Ja, haha, ich hab's dem Bot aber richtig gegeben. Als Alter, den habe ich jetzt aber fertig gemacht. Mit dem Wissen, das ist ein anderer Spieler, der sich jetzt gerade richtig schön die Tastatur verbeißt. Und ich denke mal, das ist so der größte Unterschied zwischen den beiden. Für PvP-Spieler.
kann ich das hier nicht empfehlen. Für jeder, der nur PvE will, looten will, sich ein Stash aufbauen will und Waffen bauen will und sowas, Just Emu Tarkov ist genau das Richtige dann. Und ihr könnt ja immer noch sagen, hey, ich kaufe, wenn mir das Spiel dann gefällt, kaufe ich ihnen trotzdem das offizielle Spiel. Und wenn es nur die normale Version ist für 39,99 oder was sie kostet, es muss ja nicht die Edge of Darkness gleich sein, ne, wo man 150 drin versenkt oder so. Man kann ja auch später noch upgraden. Man kann sagen, ich kaufe die normale Version, wenn es mir dann online gefällt, dann kann ich immer noch upgraden etc. pp. Ich will nur mal dazu anhalten, es ist eine Alternative, sie existiert, man kann sie nicht wegreden. Wie gesagt, sie ist auf GitHub und alles und wird auch nicht downgenommen, es ist eine Emulation. Selbstgeschriebener Code. Die haben also nicht die Serverfiles irgendwie gerippt oder so. Nein, da hat jemand sich hingesetzt und selber geschrieben. Denke mal, das ist so der Grund, warum es noch nicht down ist. Ich bin ja auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall keine Gefahr für euren richtigen Tarkov-Account. Das Ganze läuft in einem völlig anderen, in einer völlig anderen Ordner. Also ihr stellt einen extra Ordner, den habe ich jetzt zum Beispiel bei mir Jet genannt. In dem Ordner gibt es dann einen Client und einen Server-Ordner. Im Client ist Tarkov dann in der Version 12.09, 12.9. Im Server-Ordner ist dann die Server-Files. Und dann startet man in den Client, kommt dann ein paar Dateien rein. Da ist dann auch der Heat-Launcher dabei. Über den Heat-Launcher startet man dann Tarkov und nicht mehr über den eigentlichen Tarkov-Launcher. Der wird sogar vom Heat, wenn man den das erstmal ausführt, sogar entfernt. Also, ihr könnt damit nichts mit euer Tarkov, richtiger Tarkov-Account wird nicht kompromittiert. Ihr könnt Tarkov offline spielen. Es hat seine Macken. Es gibt aber Mods und Fixes, die das wieder beheben. Man muss sich halt ein bisschen mit auseinandersetzen. Man hat ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist immer so, wenn man etwas selber macht und in Heimarbeit tut. Nun denn, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video. Ich bin wieder da. Skyrim geht jetzt endlich bald weiter. Und ich wollte einfach auch mal wieder was von Tarkov bringen. Und das war hier so eine schöne Sache. Vor allem, ich konnte das spielen, während ich kein Internet hatte. Hätte ich das mal gehabt dann schon. Das wäre schön gewesen. Na gut, wie dem auch sei, das war's von mir. Wie immer, bis denne. Euer Tio.